Kapitel 27 Zusammen mit den Ältesten Israels befahl Mose dem Volk: Haltet das ganze Gebot, das ich euch heute gebe. Wenn ihr über den Jordan hinüberkommt und das Land betretet, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, sollst du große Steine aufrichten und sie mit Kalk bestreichen. Sobald du hinübergegangen bist, sollst du alle Worte dieser Weisung darauf schreiben. So wirst du in das Land kommen, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, das von Milch und Honig überfließt, wie es Jahwe, der Gott deiner Vorfahren, dir versprochen hat. Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollt ihr diese Steine, wie ich es jetzt befehle, auf dem Berg Ebal aufrichten und mit Kalk bestreichen. Dort sollst du auch einen Altar für Jahwe, deinen Gott, bauen, einen Altar aus Steinen. Du sollst sie nicht mit Eisen bearbeiten. Aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar für Jahwe, deinen Gott, bauen und ihm Brandopfer darauf opfern. Auch Freudenopfer sollst du dort schlachten und essen und dich vor Jahwe, deinem Gott, freuen. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes klar und deutlich schreiben. Weiter sagte Mose, zusammen mit den Priestern aus dem Stamm Levi, zum ganzen Volk: Sei still und höre, Israel. Heute bist du Jahwe, deinem Gott, zum Volk geworden. Höre darum auf das Wort Jahwes, deines Gottes, und richte dich nach seinen Geboten und Vorschriften, die ich dir heute gegeben habe. Mose befahl dem Volk an diesem Tag: Wenn ihr über den Jordan gezogen seid, sollen die Stämme Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen. Die Stämme Ruben, Gad, Ascher, Sebulon, Dan und Naphtali sollen auf dem Berg Ebal stehen, um die Flüche auszusprechen. Die Leviten sollen mit lauter Stimme zu allen Männern Israels sprechen: Verflucht ist, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, das Jahwe verabscheut, ein Werk von Künstlerhand, und es heimlich aufstellt. Das ganze Volk soll darauf antworten und sprechen: Amen. Verflucht ist, wer Vater oder Mutter verachtet, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer die Grenze zu seinem Nächsten verändert, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer einen Blinden auf den falschen Weg führt, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer das Recht des Fremden, der Waise oder der Witwe beugt, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer mit der Frau seines Vaters schläft, denn er hat seinen Vater entehrt, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer mit einem Tier geschlechtlich verkehrt, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer mit seiner Schwester schläft, der Tochter seines Vaters oder seiner Mutter, und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer mit seiner Schwiegermutter schläft,
und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt. Und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer Bestechung annimmt, damit ein unschuldiger Mensch getötet wird. Und das ganze Volk soll sprechen: Amen. Verflucht ist, wer die Worte dieser Weisung nicht annimmt, um danach zu handeln. Und das ganze Volk soll sprechen: Amen.